Ihr sehnt euch nach richtig steilen Anstiegen mit langsamen Trittfrequenzen, dann seid ihr hier genau richtig. Und damit herzlich willkommen zu diesem 30-minütigen Indoor-Cycling-Workout für Einsteiger und höhere Stufen. Bevor wir starten, schauen wir uns nochmal ganz fix an, wie ich das Workout aufgebaut habe. Selbstverständlich starten wir unser Workout mit einem Warm-up. Im Anschluss fahren wir zwei verschiedene Belastungsphasen, die mit einer optionalen Pause getrennt sind. In dieser Pause könnt ihr selber entscheiden, ob ihr Widerstand reindreht oder euren Muskeln einmal kurz eine Möglichkeit gibt, wieder zu regenerieren. Wie immer schließen wir unser Workout mit einem Cooldown ab. Wie ihr gesehen habt, haben wir heute 6 Anstiege vor uns mit langsamen Trittfrequenzen. Wichtig ist, dass ihr Widerstand auf den Pedalen habt. Wir wollen es ordentlich spüren in den Oberschenkeln. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid und noch nicht wisst, was es mit den Farben hinter mir auf sich hat, schaut nochmal fix in die Videobeschreibung. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Läutet die Glocke, dann verpasst ihr keine zukünftigen Workouts mehr. Und Leute, Glocke läuten ist das neue Abonnieren, also macht das noch fix. Es bedeutet uns so unheimlich viel und für euch sind es nur 2 Klicks. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch mehr als 2 freie Workouts im Monat haben. Ihr könnt Kanalmitglied werden und insgesamt bis zu 4 Workouts im Monat bekommen. Alles Weitere findet ihr auch in der Videobeschreibung. Gerne könnt ihr uns auch finanziell unterstützen über den PayPal-Link oder den Superthings-Button unter dem Video. Und jetzt würde ich sagen, schnappt euch was zu trinken, wenn ihr möchtet, ein Handtuch und auf geht's in die steilen Berge. Viel Spaß! Auf geht's, ihr Lieben. Wir kommen ins Warm-up. Widerstand kommt dazu. Ab in den weißen Bereich. Wir haben eine Trittgeschwindigkeit von 74. Wir starten ganz sanft in unser Warm-up. Achte darauf, Schultern tief, Ellenbogen leicht gebeugt. Unser Rumpf arbeitet mit, du hast deinen festen Sitz im Sattel. Deine Beine arbeiten gemeinsam, drücken und ziehen. Spür den Widerstand auf den Pedalen, er ist noch leicht, wir sind in Weiß. Komm, die zwei. Atmet durch. Sehr, sehr gut. Unser Warm-up. Wir uns heute vorbereiten auf die anstehenden steilen Belastungen. Komm, der dran. Tack, 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 tack. Sehr, sehr gut. Das ist dein Workout, deine Zeit. Mach was draus, komm. Sehr, sehr gut. Reiß dich ab. Wenn du keinen Trittfrequenzmesser am Bike hast, achte auf den Beat der Musik und auf meine Beine. Komm in die Eins, mach dich groß. Sehr, sehr gut. Komm, drücken und ziehen. Mitte, Ende, Weiß. Ta, 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 ta. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Wechsel nochmal in die zwei. Komm. Acht auf deine Schultern. Weg von den Ohren. Die wandern sehr gerne. Wir wollen nicht verspannen. Komm, wir holen uns nochmal Widerstand dazu. Auf geht's. Ta, 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 ta. Komm, reiß dich ab. Gut. Nutz den Beat. Sanfter Einstieg in die steilen Berge. Komm, die Eins, mach dich wieder groß. Wir werden die Berge heute im Sattel und im Stehen fahren. Ganz wichtig. Wenn wir aufstehen, lasst auf jeden Fall euer Gewicht auf den Pedalen. Der Rumpf arbeitet mit. Angespannt, wir haben immer Spannung. Und hier oben entspannt. Sehr, sehr gut. Komm. Wechsel nochmal in die zwei. Atmet durch. Reiß dich ab. Wir haben den ersten Teil unseres Warm-ups geschafft. Unser Puls steigt. Wir kommen in den blauen Bereich. Widerstand kommt dazu. Unsere Trittgeschwindigkeit geht hoch auf 83. Sanfter Anstieg. Unsere Trittgeschwindigkeit kommt. Achte nochmal hier darauf, deine Hüfte ist stabil.
wenig hin und her. Falls du noch viel Bewegung in der Hüfte hast, kontrolliere nochmal deinen Sattelhöhe. Komm, drücken und ziehen, reiß dich ab, wechsel dir ein. Hammer gut. Komm. Mal fest im Oberkörper. Komm. 4, 3, 2, 1, locker. Wechseln die 2. Sehr, sehr gut. Komm, bleib dran. Kontrollier deinen Puls, wir sind im blauen Bereich. Sehr, sehr gut. Komm, tap, tap, tap. Schultern tief. Reiß dich ab. Komm, bleib dran, bleib bei mir. Wenn du magst, hol dir nochmal Widerstand dazu. Auf geht's, komm. Dreh die Musik auf, lass dich mitnehmen vom Beat. Noch 4, 3, 2, 1. Komm, die 1 macht dich groß. Sehr, sehr gut. Ganz kurz noch. Komm. Nur die Beine, unser Oberkörper. Sehr stabil. Noch 4, 3, 2, 1. Locker. Tap, 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 tap. Hammer gut. Komm, bleib dran. Reiß dich ab. Wir wollen uns vorbereiten auf die anstehenden Belastungen. 4, 3, 2, 1. Wechseln die 2, komm. Sehr, sehr gut. Komm, bleib dran, reiß dich ab. Sehr gut, ihr Lieben. Auf geht's. Willkommen in unseren ersten Berg. Wir bleiben erstmal sitzen. Unsere Trittgeschwindigkeit sinkt auf 52. Das bedeutet, wir wollen ordentlich Widerstand reinbringen. Erster Berg. Komm. Trittgeschwindigkeit ist gering. Wir sind noch im blauen Bereich. Unser Puls steigt auf Ende blau. Ta. Drücken und ziehen. Mach dich bereit zum Aufstehen. 4, 3, 2, 1. Komm raus. Ab in die 3. Gewicht auf den Pedalen. Rumpf angespannt. Drücken und ziehen. Runder Tritt. Komm. Noch 8. 7. Noch 6. 5. Komm, gleich geschafft. Noch 4. 3. Noch 2. Mehr wechseln die 2 und setz dich. Komm. Unser Puls steigt. Grüner Bereich. Wir wollen unsere Ausdauer trainieren. Und unsere Oberschenkel zum Brennen bringen. Komm. Gerne Zug am Lenker. Unterstütz deine Beine. Tief ein und aus. Unterstütz deinen Körper durch deine Atmung. Schultern tief. Sehr, sehr gut. Komm raus mit mir in die 3. Auf geht's. Komm. Sehr, sehr gut. Achte nochmal auf deinen Rumpf. Der ist fest. Komm. Noch 8. 7. Noch 6. 5. Noch 4. 2. Einer mehr, komm in die 2 und setz dich.
Warte in der 3 und 4. 3, 2, 1, komm raus. Hammergut, komm. Gerne Zug am Lenker. Lass dein Gewicht auf den Pedalen. Dein Gesäß möglichst weit hinten. Bleib dran, reiß dich ab. Komm, Berg Nummer 1. Kannst du. Noch 8. 7. Noch 6. 5. Noch 4. 3. Noch 2. Einer mehr, wechseln die 2. Setz dich. Komm. Den letzten Meter. Reiß dich ab. Werk Nummer 1, Hammer! Komm, noch 4, 3, 2, 1. Komm in die 1, Widerstand ein kleines bisschen zurück. Unsere Trittgeschwindigkeit steigt auf 58. Wenn du magst, kannst du einen Schluck zu trinken holen. Komm in die 2. Es wird etwas schneller. Kontrollier mal deinen Widerstand. Wir sind auf Mitte. Bis Ende grün. Ta, ta, ta. Komm, Musik rauf. Nutz den Beat. Werk Nummer 2 von 3 in der ersten Belastungsphase. 4, 3, 2, 1. Komm raus in die 2. Lass auch hier dein Gewicht auf den Pedalen rum angespannt. Wechsel in die 3. Fokussiert. Berg Nummer 2. Ta, 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 ta. Hammer gut. Zieh durch, komm. Bleib bei mir. Drücken und ziehen. Rumpf arbeitet mit. Ta, ta, ta. Hammer. Komm, du bist so stark. Kannst du. Mach dich bereit. Wir wechseln in die 2 und setzen uns gleich. Holen uns nochmal Widerstand dazu. Achtung! Noch 4, 3, 2, 1, setz dich. Widerstand dazu. Komm, Ende grün. Dein Grün, es ist ganz individuell. Dein Herzschlag. Deine Leistung. Dein Training. 4, 3, 2, 1, komm raus, wechsel in die 3 nach vorne. Auf geht's. Ta, ta, ta. Drücken und ziehen. Zug am Lenker, komm, Schultern tief. Sehr gut, bleib dran. Ta, ta, ta. Hammer. Komm. Reiß dich ab. 2, setz dich. Komm, spür den Widerstand. Spür deine Oberschenkel. Zug und Druck auf den Pedalen. Reiß dich ab. Wenn du magst und kannst, setz mal kurz fest. Oberkörper friert ein. Nur die Beine. Locker. Widerstand bleibt. Wir haben unseren letzten Berg. Unsere Trittgeschwindigkeit sinkt ein kleines bisschen auf 57. Letzter Berg. Erste Belastungsphase. Wir kommen gleich raus. Aus dem Sattel. Und diesmal haben wir längere Phasen im Stehen. Du entscheidest, was du draus machst. Das ist dein Training. Wenn du sagst, du brauchst die Pausen im Sattel, komm zurück. Mir ist wichtig, dass es sich für dich gut anfühlt. Denk dran, alles, was ich hier fahre, ist eine Option für dich. Ta, 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 ta. Kontrollier deinen Widerstand. Was brauchst du jetzt? Was willst du haben? Was kannst du geben? Komm. Rauf. Ab in die 2. Ta, 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 ta. Ab in die 3.
Sehr gut. Komm. Reiß nicht ab, bleib dran. Komm. Auch wenn es brennt. Letzter Wert für die erste Belastungsphase. Bleib bei mir. Schaffst du. Wir werden gleich mal fest. Für all diejenigen, die können und die wollen, die bleiben hier oben. Alle anderen kommen zurück in den Sattel. Macht euch bereit. Ta, 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 ta. Komm fest. Wenn du magst, komm in den Sattel. Ansonsten bleib bei mir. Ganz kurz. 4, 3, 2, 1. Komm in die 2. Locker. Komm wieder hoch. Wenn du im Sattel warst. Gut. Komm, reiß dich ab. Rumarbeitet mit. Schultern tief. Wir wechseln gleich zurück in die 3. Let's go. Komm, ich weiß, die Oberschenkel brennen. Kannst du. Wir machen das zusammen. Nutz die Musik. Vier, drei, zwei, eins. Komm in die 2 und setz dich. Widerstand zurück. Wir kommen in den blauen Bereich. Wir haben ein kurzes Stück bergab. Wenn ihr wollt. Ohne Gegenwind, wenn ihr wollt. Gerne mit. Wir haben eine Trittgeschwindigkeit von 77. Du kannst, wenn du magst, diese Pause für dich nutzen. Halbzeit für unsere Belastungsphasen. Atme durch. Sehr, sehr gut. Du kannst so stolz auf dich sein. Wir haben noch 3 Anstiege vor uns. Und zum Schluss wollen wir nochmal in den gelben Bereich rutschen. Und ein bisschen unsere anaerobe Ausdauer trainieren. Wie bereits zu Beginn gesagt, wenn dich die Farben noch etwas irritieren, schau gerne nochmal in der Videobeschreibung. Dort findest du die Puls-Frequenzbereiche für die verschiedenen Farben. Nutz diese Zeit mal zum Durchatmen, wenn du magst. Ich freue dich, einen Schluck zu trinken. Und atme mal durch. Mach dich, wenn du magst, mal gerne groß. Entspann deine Schultern. Tief ein und aus. Versuch mal deine Pulsfrequenz runterzubringen und die Beine ein bisschen zu entspannen. Du kannst so stolz auf dich sein, denn wir haben schon über die Hälfte gemeinsam geschafft und glaub mir, auch die letzten 3 Anstiege schaffen wir gemeinsam. Mir ist wichtig, dass du dich dabei gut fühlst. Such dir deine Lieblingshandposition für diese Pause und denk nochmal an deine Schultern. Die wandern so gerne. Weg an den Ohren. Anstiege vor.
Denn unser Widerstand kommt dazu. Wir wollen unseren Puls wieder hochbringen in den grünen Bereich. Auch wenn das einen kleinen Moment dauert, das ist unser Ziel. Mitte, Ende grün. Unsere Trittgeschwindigkeit für den vierten Berg bei 53. Handposition 1, denkt dran, Gewicht auf den Pedalen, wenn wir aufstehen. Kommen die 2, 4, 3, 2, 1, komm raus. Sehr, sehr gut. Richtig. Du kannst immer wieder zurückkommen in den Sattel, wenn du magst. Mach dich bereit, wir kommen in die 3. Achtung! 4, 3, 2, 1, let's go! Dritten und 10. Nutz den Beat. Ta, 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 ta. Komm, wir klimmen den Berg. Hammer! Reiß dich ab. 2, 1, komm die 2, setz dich. Widerstand ist hoch. Spür es auf den Pedalen, let's go. Wir drücken und ziehen, Rumpf angespannt. 4, 3, 2, 1, komm raus. In die 2. Hammer, komm. Arbeitet mit, zieh dein Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Wir wechseln in die 3, mach's bereit. Komm, 3, 2, 1, let's go. Komm, ta, ta, ta. Drücken und ziehen, Zug am Lenker, bleib dran. Hammer. 4, 3, 2, 1, wechsel in die 2. Bleib noch hier, wenn du kannst, ansonsten setz dich. Berg Nummer 4. Ja, ta, 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 ta. Noch ganz kurz hier oben. 4, 3, 2, 1, setz dich. Prima ein, wenn du kannst. Oberkörper fest, nur die Beine. Ta, ta, ganz kurz. 4, 3, 2, 1, locker. So ihr Lieben, wir kommen in unseren fünften Berg. Unsere Trittgeschwindigkeit steigt auf 58. Widerstand gerne ein bisschen zurück. Trittgeschwindigkeit hoch. Die letzten beiden Berge werden unsere härtesten. Wir holen uns zwischendurch den Widerstand wieder dazu. Wenn du kannst und dich bereit fühlst, wechseln wir mit unserem Puls in den gelben Bereich. Wir wollen uns noch mal ein bisschen herausfordern zum Schluss und die steilsten Anstiege für heute meistern. Das kannst du. Komm. Ta, 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 ta. Bleib fokussiert. Dein Ziel. Für dich. Definier es. Mach was draus. 4, 3, 2, 1. Widerstand kommt dazu. Komm, bleib sitzen. Wenn du magst, komm gerne raus. Der Puls steigt. Komm. Reiß dich ab. Bleib dran. Ta, 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 ta. Komm, Schultern tief. Drücken und ziehen. 4, 3, 2, 1. Komm in die 1. Werd mal fest. Komm. Der Puls steigt. Ab in den gelben Bereich. Sehr, sehr gut. Reiß dich ab. Hammer. Komm. Wir kommen gleich raus in die 3, wächst in die 2, wird locker. Sehr, sehr gut. Komm, auch wenn es brennt, das schaffen wir. Mach dich bereit zum Aufstehen in die 3. 4, 3, 2, 1, komm raus. Ab in die 3 nach vorn. Drücken und ziehen. Hammer.
vorletzter Berg. Komm. Reiß nicht ab, bleib dran. Tap, 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 tap. Wow, du kannst so stolz auf dich sein. Bleib bei mir, komm, wir kämpfen zusammen. Noch 4, 3, 2, 1. Komm, die 2. Und setz dich. Widerstand bleibt. Die letzten Meter. Für den vorletzten Berg. Ta, 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 ta. Komm nochmal, die 1 macht dich groß. Schultern tief, gerne Zug am Lenker. Lass die Beine arbeiten, komm, spür es in den Oberschenkeln, spür es auf den Pedalen. Mach's für dich. Das ist dein Workout, deine Zeit. Ta, ta, dreh nochmal ein. Noch ganz kurz, komm. 4, 3, 2, 1. Locker die 2, komm raus. Ab in die 3, komm nach vorne, wenn du kannst. Ta, 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 ta. Komm, schaffst du. Bleib dran. Du siehst das, die letzten Meter für diesen Berg. Reiß nicht ab. Ta, 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 ta. Noch 4, 3, 2, 1, komm in die 2 und setz dich. Widerstand kommt dazu. Wir reißen nicht ab. Wir haben noch einen letzten Berg. Trittgeschwindigkeit bei 55, etwas langsamer. Letzter Berg, letzter Anstieg für heute. Versuch im Game-Bereich zu bleiben. Es wird anstrengend. Oh ja, aber genau das wollen wir. Wir wollen uns mal ein bisschen herausfordern. Wir wollen mal, dass es wehtut. Reize setzen und danach wird euch so gut gehen, glaubt mir. Komm. Die letzten Meter für heute, für diesen Anstieg. Komm, bleib dran. Ta, 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 ta. Mach dich bereit. Selbstverständlich wollen wir nochmal rauskommen, wenn du kannst. Achtung! 4, 3, 2, 1. Komm, die 2. Ab in die 3. Rumpfang ist spannend. Ta, 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 ta. Hammer! Komm in die 2. Setz dich. Komm. Kontrollier nochmal deinen Widerstand. Kannst du noch mehr geben? Ist noch Platz nach oben? Dann hol dir noch was dazu. Letzter Anstieg. Mach's für dich. Komm, wir kämpfen zusammen. Das kannst du. Ta. Die Oberschenkel bleiben genauso weit sein. Hammer, reiß dich ab. Ta, 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 ta. Komm raus. Ab in die 2. Gerne Zug am Lenker, lass dein Gewicht auf den Pedalen. Wechsel in die 3, komm nach vorn. Ta, 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 ta. Spür mal dich hinein. Hol noch mal alles aus dir heraus. Was kannst du geben, was willst du geben? Mach was draus. Hammer! Sei stolz auf dich. Ta, 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 ta. Noch ganz kurz. Hier oben in der 3. Letzter Anstieg. Wenn du magst, kannst du gerne zurückkommen in den Sattel. Ansonsten bleib hier, bleib bei mir. Versuch die Trittgeschwindigkeit zu halten. Auf 55. Ta. Es brennt. Genau so soll es sein. Ta, ta, ta. Komm in die 2 und setz dich. Widerstand zurück. Sehr, sehr gut, ihr Lieben.
dich. Wir wollen unseren Puls runterbringen, durchatmen. Wir sind im Cooldown, wir haben es geschafft. 2 Belastungsphasen, 3 Berge, 6 insgesamt. Und ihr habt es gemeistert. Mega geil, ihr könnt so stolz auf euch sein. Und jetzt nutzen wir nochmal das Cooldown, um uns etwas runterzubringen, unsere Muskeln zu entspannen. Die Trittgeschwindigkeit auf dem Beat ist bei 88. Ihr könnt gerne drunter bleiben. Das, was sich jetzt für euch gut anfühlt. Wichtig ist, etwas Widerstand ist auf den Pedalen. Kein Leerlauf. Atme durch. Und das Cooldown soll euch helfen, eure Pulsfrequenz wieder runterzubringen. Und die Beine locker zu fahren. Noch ganz kurz. Holt euch eure Lieblingshandpositionen. Mega gut. Blauer, weißer Bereich ist unser Ziel. Ihr könnt euch gerne aufrichten, wenn ihr euch dabei wohler fühlt. Sein, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Wenn ihr möchtet, schaut gerne nochmal auf den anderen Workouts auf meinem Kanal vorbei. Dort findet ihr viele weitere Variationen, auch Tutorials zu den Techniken, die ich hier fahre. Und jetzt würde ich sagen, release, ihr Lieben. Ihr seid der absolute Hammer. Ihr könnt so stolz auf euch sein, dass ihr bis zum Schluss durchgezogen habt. Wenn ihr an anderen Workouts interessiert seid, schaut gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Dort findet ihr auch Tutorials zu den Techniken, die ich auf dem Bike fahre. Wenn ihr mehr als 2 freie Workouts im Monat haben möchtet, dann könnt ihr auch gerne Kanalmitglied werden. Schaut dazu gerne nochmal in der Videobeschreibung. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, nicht vergessen, abonniert den Kanal, läutet die Glocke, dann verpasst ihr keine zukünftigen Workouts mehr. Und wenn ihr sagt, ihr mögt unsere Arbeit, könnt ihr uns auch sehr gerne finanziell unterstützen über den Super Things Button unter dem Video oder den PayPal-Link in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, gönnt euch was Leckeres zu essen, ordentlich was zu trinken, füllt eure Elektrolyte auf und dann ab unter die Dusche und bis zum nächsten Mal. Muah.